Ja, heute fangen wir eine kleine Reihe an. So haben wir gesagt, die nächsten drei Meetingabende plus einen Zusatzabend. Eine kleine Reihe wirklich für ein sehr großes Thema. Was ist der Mensch? Das ist ja die Frage schlechthin, die den Menschen seit jeher beschäftigt. Was macht uns Menschen aus? Was kennzeichnet uns im Unterschied zu anderen Lebewesen und anderen Dingen in der Welt? Und diese Frage hängt natürlich ganz eng damit zusammen, wie gelingt unser Leben? Weil wenn wir eine Antwort finden auf das, was wir sind, wozu wir da sind, dann kann das Leben auch gedeihen. Dann finden wir zu uns selbst. Es ist ja so, vielleicht sehen wir mal das erste Bild hier. Sieht man da was? Es gibt ja Pflanzen. Seht ihr eine Pflanze? Das tränende Herz. Das ist eine Schattenpflanze. Wenn wir die bei uns auf den Balkon, auf die Dachterrasse pflanzen würden, wo ganz viel Sonne draufsteht, dann würde die jämmerlich verkümmern und eingehen. Also eine Pflanze braucht den richtigen Standort, die richtige Pflege. Man muss kennen, was sie ist und was sie braucht und was ihr entspricht, und dann kann sie gedeihen. Und das gilt letztlich für jedes Ding in dieser Welt. Die Gabel zum Beispiel. Wenn ich versuche, mit der Gabel meine Kürbissuppe zu essen, dann werde ich irgendwann frustriert sein, weil das wird sehr lange dauern. Und dann kann ich irgendwann schimpfen und sagen, was ist das für ein blödes Ding? Damit kann ich ja überhaupt keine Suppe essen. Da muss man sagen, ja, tut mir leid, dafür ist das auch nicht gemacht. Das ist eine Gabel. Also will sagen, jedes Ding, jedes Tier, jede Pflanze hat eine Art, es zu gebrauchen, die ihm entspricht. Und wenn wir das nicht in der Weise tun, dann entstehen Frustrationen und Unzufriedenheiten. Und jetzt ist die spannende Frage, gilt das auch für den Menschen? Gibt es auch für uns Menschen eine Weise, unser Leben zu gebrauchen, ist das falsche Wort, aber zu leben, die uns entspricht? Da kann man jetzt endlos drüber philosophieren. Da reichen drei Abende schon mal gleich gar nicht. Vor allem dann die Frage, gibt es allgemeingültige Sachen, wo man sagen könnte, das gilt für alle Menschen aller Zeiten? Wie leben wir Menschen so, dass es uns, unserem Wesen entspricht? Und die Antwort darauf hängt ganz eng damit zusammen, ob wir glücklich werden. Hier in unserer Reihe soll der Fokus eigentlich nur auf einem Aspekt dieser Frage liegen, nämlich, dass wir einen Körper haben, der unser Leben ziemlich stark mitbestimmt. Mal die nächste Folie zeigt, wir verbringen ja zum Beispiel ein Drittel unseres Lebens schlafend. Und das habe ich jetzt heute mal ein bisschen recherchiert, 5 Jahre unseres Lebens verbringen wir mit Essen. Ganz schön lange Lebenszeit. Also der Körper fordert seinen Tribut. Und 3 Jahre verbringen wir auf dem Klo. Das habe ich nicht dahin geschrieben. Also der Körper, unser Körper, bestimmt doch sehr unser Dasein. Und deswegen haben wir den Titel gewählt. Ihr kennt dieses Sprichwort, hält Leib und Seele zusammen, nämlich was? Was hält Leib und Seele zusammen? Jetzt steht es da, ne? Essen und Trinken. Ein Sprichwort, manche schreiben das Sokrates zu. Wahrscheinlicher ist wohl, dass das aus dem 17. Jahrhundert, aus einem Singspiel kommt. Da ist so ein Vers und da kommt drin vor, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint,
dass wenn wir aufhören zu essen und zu trinken, dann sterben wir, dann sind wir tot. Und manche von euch waren vielleicht gestern oder vorgestern auf dem Friedhof, auf einem Friedhof, das heißt an den Orten, wo wir die toten Körper der Menschen in die Erde legen. Und der Tag heißt aller Seelen. Das heißt, wir nehmen an, dass in dem Moment des Todes die Seele den Körper verlässt. Das ist überhaupt nichts spezifisch Christliches. Das hat schon Platon 500 vor Christus so gesehen. Der hat angenommen, dass jeder Mensch eine Geistseele hat, die im Moment des Sterbens den Körper verlässt. Also bedeutet das Sprichwort, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Solange wir gut genährt sind und zu trinken haben, werden wir nicht sterben. Bleibt die Seele im Körper. Und damit ist jetzt eigentlich schon eine wichtige Aussage zu dieser Frage, was ist der Mensch gemacht? Nämlich, wir glauben von unserem Menschenbild her, dass der Mensch nicht nur Materie ist. Das klingt jetzt banal, aber es gibt Sichtweisen auf den Menschen, die genau davon ausgehen. In der Hirnforschung zum Beispiel, dass eigentlich alles rein materiell zu erklären ist. Also der Mensch eigentlich ein großer Zellhaufen ist, ein Zellhaufen, in dem biochemische Prozesse ablaufen. Sieht man jetzt das Bild vom Gehirn, ne? Die Hirnforschung kann dann verschiedene Regungen im Menschen sichtbar machen im Gehirn mit Farben. Und dann ist zum Beispiel Verliebtsein, ist dann einfach ein Stoffwechselprozess im Gehirn. Oder Religiosität, das habe ich mal gelesen, da wurde über eine Studie berichtet, man hat Menschen untersucht, mit einem EEG kann man ja die Hirnströme messen, die meditieren oder die beten. Und da konnte man sehen, dass die Regionen an den Schläfen aktiv waren und die werden dann farbig bei solchen Untersuchungen. Und die haben dann gesagt, ja, Religiosität ist Schläfenlappen-Epilepsie. So kann man das auch erklären. Man kann so auf den Menschen gucken. Reine Materie. Dass innere Regungen in uns, Gefühle, Empfindungen, Stimmungen sich körperlich auswirken, das steht, glaube ich, außer Frage. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Wir nehmen an, dass da mehr ist als Materie, dass wir Menschen ein Innenleben haben, könnte man sagen. Wir haben Gedanken, Fantasie, Kreativität, Empfindungen. Empfindungen, kann man sagen, haben auch Tiere. Ich habe jetzt die letzten Wochen, bis vor 2 Wochen, einen jungen Mann im Hospiz besucht, der mit einem Hirntumor auf den Tod zugegangen ist. Inzwischen ist er verstorben. Und im Hospiz gibt es ein Hündchen, Sheila. Und das war ganz beeindruckend zu sehen, wie dieser Hund auf der Terrasse, wo die verschiedenen Hospizbewohnerinnen und Bewohner saßen, da lief immer so dieser Hund rum. Und der hatte offensichtlich ein ganz feines Gespür dafür, wem es schlecht ging. Und hat sich oft dann einfach bei der Person zu Füßen gesetzt. Manchmal ist er dem Dirk, den ich da besucht habe, auf den Schoß gekommen. Auch Tiere können etwas erspüren. Aber im Unterschied zum Tier sind wir Menschen diesen Empfindungen, den Gefühlen, den Instinkten nicht einfach ausgeliefert. Entschuldigung jetzt für alle, die vielleicht gerade unglücklich verliebt sind oder die gerade stark eifersüchtig sind. Da kann man manchmal merken, man kann solchen Gefühlen doch sehr ausgeliefert sein, muss sehr kämpfen dagegen, dass sie mich nicht total beherrschen. Aber wir Menschen sind nicht instinktgesteuert. Wenn du am Kanal spazieren gehst und mal die Hundebesitzer beobachtest oder noch besser die Hunde,
Die kommen ja dann aufeinander zu, dann beschnüffeln die sich immer in ihren, im Genitalbereich. Und wenn die Hündin gerade läufig ist und der Rüde nicht vom Herrchen oder Frauchen zurückgehalten wird, dann springt der da drauf. Das machen wir ja in aller Regel nicht so. Auch wenn wir jemanden sehr attraktiv finden, nicht. Glaube ich zumindest. Also wir sind nicht einfach gesteuert von dem Instinkt. Wir können unsere Empfindungen, die Instinkte, in die Hand nehmen. Platon wiederum, dieser große Philosoph, hat ein Bild für die Seele gebraucht, den Seelenwagen. Und das hat er so ausgedrückt, da sind zwei Pferde und ein Wagen mit einem Wagenlenker. Und er hat es so ausgedrückt, das eine Pferd ist so dieses Begehrliche im Menschen. Auch vielleicht das Tierische, das manchmal durchbricht, das immer weggaloppieren will und sofort eben dem Instinkt folgen will. Das andere Pferd ist das, was mit Mut zu tun hat. Also das nicht scheut vor einer gefährlichen Situation, sondern sich traut, mutig nach vorne zu gehen. Und dann sagt Platon, der Wagenlenker, das ist die lenkende Vernunft. Also diese begehrlichen Teile, die nach vorne drängenden Teile, immer wieder an die Zügel nehmen kann. Das bedeutet, mal ins Leben übersetzt, wir Menschen können Treue leben. Auch wenn wir in einer festen Beziehung sind und zum Beispiel das eine Pferd mal in eine ganz andere Richtung galoppiert, weil wir uns verliebt haben in eine andere Person. Wir können das wahrnehmen und die Zügel wieder in die Hand nehmen. Dazu sind wir fähig. Wir können dem Hungerinstinkt, unserem Hungerinstinkt für eine Zeit entsagen. Wir können aus Solidarität fasten. Das können wir Menschen. Wir können den Geschlechtstrieb zurückstellen, wenn der Partner oder die Partnerin krank ist. Wir können Rücksicht nehmen. Wir müssen nicht jedes Hassgefühl, das da ist, sofort ausleben. Dann gäbe es ja nur noch Mord und Totschlag. Also wir Menschen sind nicht instinktgesteuert, sondern können lernen, sie zu beherrschen. Das ist der Prozess der menschlichen Reifung. Also auf diese Grundfrage, die uns heute leitet, was ist der Mensch, können wir sagen, in uns ist etwas, das die Materie, die wir ja zweifellos auch sind, animiert, beseelt. Nämlich das, was wir als Seele bezeichnen, als Geistseele. In der Bibel mit ihrer poetischen Sprache ist das so ausgedrückt, der erste Mensch, der Adam, was ja wörtlich bedeutet, der aus Erde geformte, dem wird von Gott der Lebensatem in die Nase geblasen. Das beseelt ihn, das belebt ihn von innen. Die Materie wird belebt durch Gott, der ihm eine Seele schenkt. So deuten wir diesen Schöpfungsbericht. Deswegen hat unser Atem ja so eine fundamentale Bedeutung. Und eigentlich alle großen Wege der Spiritualität gehen immer über den Atem. Mal jemand gesagt, der Atem ist die erste Weise der Gottesbegegnung. Sich mal eine Zeit lang einfach nur hinsetzen und das Atmen wahrzunehmen, wie ich gar nichts machen muss, wie es in mir atmet. Und offensichtlich steht dieses Innenleben, die Seele, in Verbindung mit der Materie, in Wechselwirkung. Der Körper ist nicht einfach nur eine äußere Hülle und da drinnen lebt das Eigentliche, die Seele. Und es gab große Denkrichtungen, die gesagt haben, das
geistig, seelische muss sich befreien aus dem Gefängnis des Körpers. Nein, so sehen wir das nicht im christlichen Menschenbild, sondern die beiden hängen zusammen. Wir können zum Beispiel im Gesichtsausdruck eines Menschen wahrnehmen, was in ihm ist für eine Stimmung, wie es jemandem geht. Also das, was innerlich los ist, stimmungsmäßig, Erlebnisse, die gerade da waren, hat Auswirkungen auf den Körper. Kleine Übung, halbe Minute, guckt mal nach rechts und nach links, ob ihr was wahrnehmt, wie es dem Nachbarn, der Nachbarin gerade geht, mit was für einer Stimmung die gerade da sind. Vielleicht kann man das sehen. Da freut sich jemand. Also das, was innerlich da ist in der Seele, drückt sich im Körper aus. Wenn wir viel Stress haben, dann kriegen wir irgendwann Verspannungen hier im Nacken oder im ganzen Rücken. Und wenn Trauer zu bewältigen ist, kann sich das zum Beispiel auf den Darm auswirken. Der Darm ist ein ganz, ganz sensibles Organ. Man sagt oft, der Darm weint, weil er irgendwie sehr schnell reagiert auf das, was innerlich zu verarbeiten ist. Und umgekehrt kann das, was äußerlich passiert, sich natürlich auf die Stimmung, auf das Innenleben, auf die Seele auswirken. Chronische Schmerzen können einen Menschen seelisch mürbe machen. Oder eine gute Bekannte von mir hat Long-Covid, und zwar wirklich in einer ganz schweren Form, hat dieses chronische Erschöpfungssyndrom. Eine junge Frau von Mitte 30 schafft es jetzt gerade mal am Tag, 3 bis 4 Stunden aufrecht zu sitzen. Kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Also ein Mini-Virus, das in den Körper gekommen ist, ändert ein ganzes Leben. Zu viel Arbeitsbelastung kann zu Depressionen führen und so weiter und so weiter. Diese Zusammenhänge sind uns ja bekannt als psychosomatische Phänomene. Und auch das ist überhaupt nichts Neues. Schon Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert hat dazu etwas geschrieben. Nämlich hat diesen schönen Satz gesagt, zu wenig lebensbejahende Gedanken bringen Krankheiten hervor. Also drückt genau diesen Zusammenhang aus zwischen dem, was innerlich da ist, wie sich das auswirken kann auf den Körper. Er hat ja ein Buch geschrieben von den Ursachen und Behandlungen von Krankheiten. Und da kommt das vor. Zu wenig lebensbejahende Gedanken bringen Krankheiten hervor. Also eine zweite Antwort auf diese Frage, was ist der Mensch? Würde ich sagen, wir haben nicht einfach einen Körper, der rein äußerlich ist, völlig unabhängig von der Seele existiert. Also als würde man so trennen können, ein rein materiell biologischer Teil und ein geistiger Teil, sondern wir sind leiblich. Wir haben nicht einen Körper, sondern wir sind leiblich. Das ist eine Einheit aus Leib und Seele. Es gibt mich und dich und jeden von uns in dieser Welt nur in dieser Form, in diesem Leib. Ich bin da, ich, Martin, mit allem, was mich ausmacht, bin da in diesem Leib. Der Leib ist also die einzige Weise, wie ich mit dieser Welt in Kontakt treten kann. Wie ich mich ausdrücke. Meine Ohren hören, wie mir jemand sagt, ich hab dich lieb oder du blöde Sau. Und beides macht was mit mir, bewirkt etwas in mir. Meine Augen sehen. Man sagt ja, die Augen sind die Fenster der Seele, was durch die Augen hereinkommt. Deswegen soll man ja auch sehr wachsam sein, was man durch die Augen hereinlässt. Und zum Beispiel Menschen, die Verbrechen mit ansehen mussten, sind oft in der Seele schwer gestört
traumatisiert, müssen manchmal ein Leben lang daran arbeiten. Also der Körper ist die Weise, wie ich mit dieser Welt in Verbindung trete. Ich kann die Hand geben, kann mit jemand in Kontakt treten. Ich kann, um mein Mitgefühl auszudrücken, jemanden umarmen. Ich kann einen Kuss auf die Stirn geben, auf die Wange, auf den Mund. Ich kann mich körperlich mit jemandem vereinigen. Und da merkt man schon, wie sehr der körperliche Ausdruck eigentlich zeigt, was innerlich los ist. Zum Beispiel die Intensität einer Beziehung. Normalerweise Menschen, die ich noch gar nicht kenne, küsse ich zur Begrüßung nicht auf den Mund. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich mache das normalerweise nicht. Und ich gehe auch mit jemandem, den ich vielleicht kaum kenne, aber weil die Party gerade so toll war und der Alkohol in Strömen floss, nicht gleich ins Bett. Ich weiß, dass das passiert. Aber da entspricht das, was ich mit dem Körper sage, ja überhaupt in keinster Weise dem, was innerlich, seelisch da ist. Ich würde sagen, dann lüge ich mit meinem Körper. Also, da ist ein Zusammenhang. In meinem Leib bin ich da. Und was den Leib berührt, berührt mich. Und was ich bin und sagen möchte und ausdrücken möchte, tue ich mit meinem Leib. Und diesen Zusammenhang hat Johannes Paul II., der Papst, der vorletzte Papst, der hat ihn besonders interessiert. Das war ja eigentlich, weiß nicht, ob ihr das wisst, ein Philosoph, Philosophieprofessor in Lublin von 1954 bis 1958. Und besonders hat ihn diese Frage interessiert, die uns heute leitet. Was ist der Mensch? Er war Anthropologe. Was ist der Mensch? Und ihn hat besonders interessiert die Würde der menschlichen Person. Und später dann, als er Papst geworden ist, hat er während 2 Jahren von 1979 bis 1981 an jedem Mittwoch bei den großen Audienzen in Rom im Grunde eine Anthropologie, eine Antwort auf diese Frage, was der Mensch ist, entfaltet. Und das ist als sogenannte Theologie des Leibes ja bekannt geworden. Das ist ein Zugang zu dieser Frage, der sehr hilfreich sein kann auf der Suche nach dem, was der Mensch ist. Ich empfehle immer, soweit es geht, die Dinge sich direkt zu besorgen und zu lesen. Und dann gilt das Wort von Paulus, prüft alles und behaltet das Gute. Darin ist er nämlich genau der Frage nachgegangen, die wir vorhin am Anfang gestellt haben. Wie leben wir Menschen so, dass es unserem Wesen entspricht? Das fragt er. Wie war das am Anfang gedacht? Also was hat sich der, der uns Menschen gemacht hat, eigentlich dabei gedacht? Was war für ihn der tiefere Blick auf den Menschen, wozu unser Leben da ist, unsere Bestimmung? Und weil die Antwort darauf so eng mit der Frage verknüpft ist, ob ich ich selbst werde, meine Identität finde und damit glücklich sein kann. Heute also nur erstmal dieser erste Teil einer Antwort. Gott hat den Menschen als Einheit aus Leib und Seele geschaffen. Und das Äußere wird vom Inneren beseelt und das Innere wird durch das Äußere geformt. Vielleicht kann man es so sagen. Und wenn wir so gemacht sind, dann hat es Folgen, wenn wir diese Einheit missachten. Und damit meine ich, jetzt das sage ich ausdrücklich, nicht die Situationen von Menschen, die sich in ihrem Körper mit seinen Geschlechtsmerkmalen, die sich damit nicht eins fühlen. Das gibt es und ich glaube, das ist zuallererst immer ein großes Leiden. Aber heute meine ich,
es erstmal auf der ganz grundsätzlichen, tieferen Ebene. Wenn diese Einheit auseinanderdividiert werden soll, dann wird es schräg. Dann entsteht entweder eine Überbetonung des Körpers, Körperkult, können wir in unserer Welt toll beobachten, dann kriege ich Panik vor jedem grauen Haar, was ich neu im Spiegel entdecke. Ja, dann macht mir die Vergänglichkeit, die ich Tag für Tag mehr spüre, Angst. Wenn ich es zu der Seite hin auflösen will. Und umgekehrt, die reine Vergeistigung ist genauso falsch. Alles zu spiritualisieren. Also wenn ich das Inkarnierte, das Fleischgewordene, Leibliche vernachlässige, nicht beachte, nicht wertschätze, dass wir Menschen irdisch gewollt sind. Wir sind die Nachkommen des Erdlings. Das hat Gott sich so gedacht, er hätte auch Engel machen können. Hat er nicht. Uns hat er als Menschen gemacht. Mit einem Leib in dieser Welt. Und durch diesen Leib können wir die Welt mitgestalten. So, kommen zum Schluss. An den nächsten Abenden, die jetzt noch folgen, wollen wir weiter dieser Frage nachgehen. Was heißt die Leib-Seele-Einheit auch für unsere Sexualität, wo sich ja auch eine Grundsehnsucht körperlich manifestiert, leiblich zeigt? Was unterscheidet die Sexualität von anderen Grundbedürfnissen, von Hunger oder Durst? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und wenn ja, was ist das? Welche Bedeutung hat die gegenseitige Ergänzung der Geschlechter? Männlich und weiblich schuf er sie. Wie leben wir unsere Sexualität, unserem Menschsein entsprechend? Und zwar egal, ob ich in einer Partnerschaft lebe, Single bin, gottgeweiht lebe. Wie finden wir auch da einen Weg, diese kostbare Gabe zu leben, dass sie uns entspricht und damit uns erfüllt und froh macht und glücklich? Es gibt ja nun mal leider wenig Orte, wo überhaupt über diese Fragen gesprochen wird. Kann man natürlich einwenden, muss das jetzt ausgerechnet in der Kirche sein, ne? Müssen wir nicht erstmal ganz klein werden zu dem Thema? Das stimmt. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir bei unserer Reihe hier, wir wollen darüber sprechen als Menschen, die sich selber diese Fragen stellen, die jeden Menschen betreffen. Auch wir wollen uns diese Fragen stellen und danach suchen, was hilft, auch unsere Sexualität in einer erfüllten Weise zu leben. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie spät es ist.